Hi, ich bin Reisereporterin Leo und ich bin für euch heute unterwegs in Berlin. Und zwar machen wir heute mal nicht Brandenburger Tor, Kudamm und KDW, was ihr sowieso schon kennt, sondern ich zeige euch die Must-Sees abseits der runtergetrampelten Touri-Pfade. Los geht's! Als erstes sind wir hier an der Mauergedenkstätte am Nordbahnhof in Berlin-Mitte. Wie ihr wisst, war Deutschland bis 1989 ein geteiltes Land und mitten durch Berlin ging eine Mauer. Es ist super spannend, mal hierher zu kommen und sich anzuschauen, was das eigentlich für den Alltag der Menschen in Berlin bedeutet hat. Die konnten nämlich nicht einfach so, wie ich jetzt, von Westen nach Osten gehen. Ja, hier in Berlin an der ehemaligen Mauer muss man sich leider auch mit der traurigen Realität konfrontieren, dass diese Mauer dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen gestorben sind. Und diese Gedenktafel hinter mir verleiht den Zahlen ein Gesicht, was ich persönlich super schön finde. Wir sind jetzt an einem Ort, an dem man wunderbar ein bisschen dem Großstadttrubel entkommen kann, und zwar im Viktoriapark in Kreuzberg. Normalerweise läuft hinter mir hier ein Wasserfall runter und das Ganze hat etwas von einem verwunschenen Garten. Aber wir wollen jetzt erstmal da hochlaufen auf den Kreuzberg. Kommt mit! So, ich stehe jetzt hier auf dem Kreuzberg, der ist 66 Meter hoch und wie ihr seht, hat man einen wunderbaren Blick über die Stadt. Übrigens wurde der Stadtteil nach diesem Hügel benannt und nicht andersrum. Wenn man mal ein bisschen Ruhe sucht von dem ganzen Sightseeing, dann ist der Viktoriapark auf jeden Fall der richtige Ort dafür, denn hier hört man fast gar nichts von der Stadt. Man kann in Berlin ja wunderbar bummeln gehen. Dazu muss man sich aber nicht unbedingt mit den restlichen Massen über den Kudamm quälen, sondern hier auf der Bergmannstraße in Kreuzberg gibt es sehr, sehr viele schöne kleine Läden und die gucken wir uns jetzt mal an. Hier im Bergmann-Kiez gibt es wirklich für jeden Geschmack etwas. Es gibt kleine Boutiquen mit Klamotten, es gibt Essen aus aller Welt, kleine Cafés, wo man super draußen sitzen kann und sogar extra für mich ein Surfladen mitten in Berlin. Ich stehe jetzt hier in der Rosa-Luxemburg-Straße in Berlin-Mitte vor meinem absoluten Lieblingsladen. Das ganz Besondere an diesem Laden ist, dass es ein Second-Hand-Laden ist, aber nicht einfach nur irgendeiner von den Klischee-Vintage-Läden hier in Berlin. Ich nehme euch mal mit rein. Ach lustig, das Kleid habe ich zum Beispiel hierher gebracht und eingetauscht. Man kann nämlich seine Sachen hierher bringen, dann werden die ausgewählt und man bekommt entweder einen Tauschkredit, damit kann man sich hier wieder Klamotten kaufen, oder man bekommt einen Teil des Verkaufswerts in bar ausgezahlt und so entsteht ein Kreislauf von Klamottentausch und Kauf und es ist einfach super schön und super lustig und macht total viel Spaß. Und dazu kommt, dass Secondhand-Kleidung natürlich wesentlich nachhaltiger ist als neue Kleidung. Und das ist eigentlich meine Hauptmotivation, warum ich hier die beste Kundin wahrscheinlich bin. Weil ich bin hier ungefähr jede Woche. Wir stehen hier an der East Side Gallery. Das ist die größte Open-Air-Galerie Berlins. Und zwar ist das ein Stück der ehemaligen Mauer, die schon im Jahr 1990 von 118 Künstlern aus 21 Ländern bemalt wurde, nach der Wende mit Motiven, die den Frieden widerspiegeln sollen. Und ja, man kann hier wunderbar lang spazieren, runter zur Spree bis zur Oberbaumbrücke. Und das machen wir jetzt mal. Direkt hinter der East Side Gallery liegt die Spree.
Dieser Fluss ist das Herzstück von Berlin und zieht sich durch die ganze Stadt. Und hier kann man wunderbar einmal runterspazieren und entlang des Ufers tummeln sich im Sommer Straßenkünstler und Menschen, die die Sonne genießen. Als kleines Extra gibt es hier von der Oberbaumbrücke noch einen super tollen Blick auf den Fernsehturm. Würde jetzt die Sonne scheinen, gäbe es einen wunderschönen Sonnenuntergang hinter dem Fernsehturm. Aber so sage ich einfach nur, ciao, bis zum nächsten Mal. Erzählt uns doch mal in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und abonniert unseren Channel, wenn ihr mögt.